Was geht eigentlich mit UFC? UFC, das ist Kloppen für Bekloppte, Barbarei für die Bros und übrigens nicht die Abkürzung für Unfallchirurgie, auch wenn viele UFC-Kämpfer nach ihrer Arbeit dort vermutlich landen. Echte Männer, die so hart aufeinander einschlagen, dass sie gar nicht mitbekommen, dass 80% der UFC-Einnahmen gar nicht an die Leute gehen, die sich gerade im Ring kognitiv aufs Grundschulniveau zurückprügeln. Sicherer reich als in der UFC wirst du eher, wenn du auf deinem Weg zum Kampf von einem Bus angefahren wirst und dann von der Versicherung lebst. Ja, jetzt kommen wieder die Leute, die 2 Kämpfe gesehen haben und gleich eine ganze Sportart bewerten wollen. Oh Gott, jetzt kommen wieder die Leute, die behaupten, man dürfe nur dann über Fußball reden, wenn man zwischen 2 glatzköpfigen Dynamo-Ultras am Stadion-Pissoir gezeugt wurde, was bei den meisten leider auch der Fall war. Wetten, er sagt als nächstes, der Kampf Mann gegen Mann ist historisch gewachsen. Ja, die Prostatavorsorge durch Abtasten gibt's auch schon echt lange und trotzdem höre ich relativ wenig begeisterte Werbung von deiner Seite. Ich meine, wer sehen will, wie sich ein paar Idioten kloppen, der kann auch einfach bei der nächsten Querdenker-Demo mal so von der Seite reinrufen, was sagst du, Ronny? Du hast die Grünen gewählt? Und dann gucken, wie sich das Spektakel entfaltet. Ja, und jetzt werden wieder alle über einen Kamm geschoren. Ich sage mal so, nicht alle, die ins Oktagon gehen, sind rechtsradikal. Was wir dann einfach mal so stehen lassen. Fakt ist, es ist nicht alles erlaubt bei der UFC. Und ich bin gespannt, was irgendwann erlaubt sein wird, wenn die Pay-Per-View-Käufer erstmal sinken. Ist doch toll. Niemand würde die Scheiße gucken, wenn sich da 8 Kämpfe lang 2 Paradebeispiele für häusliche Gewalt 15 Minuten lang auf dem Boden wälzen und sich gegenseitig mit Bro-Schweiß einreiben würden. Niemand würde die Scheiße gucken, wenn da nicht mal ab und zu jemandem mit dem Knie die Fresse eingetreten würde, aber alle wollen dir weismachen, dass es da vor allem um die Technik geht. Ja, aber ist noch niemand gestorben bei der UFC. Klasse, das Argument wird die Ultimate Arm Abhacken Association freuen. Damit wird die Kunst des Abtrennens von Oberkörpergliedmaßen hoffentlich auch bald auf The Zone zu sehen sein. Ja, aber Boxen findest du cool, oder was? Die Frage ist doch eher, wurdest du überhaupt unter einem Punching-Ball gezeugt, damit du diese Frage überhaupt stellen darfst? Es stimmt, das UFC-Paket ist perfekt. Natürlich heißt der Chef des blasse Montana Black Abonnentensports Dana White. Und natürlich sieht er aus, als hätte man ihn direkt von der Tür eines Bumsschuppens namens Scream oder aus einem seltsam politisch aufgeladenen Gym namens Odin weggecastet. Und natürlich unterstützt er Donald Trump. Und natürlich läuft UFC sonntags auf Fox. Und natürlich moderiert es dann kein geringerer als der Lieblingsphilosoph aller FDP-Erstwähler, nämlich niemand anderes als Joe Rogan, den man gar nicht anders aussprechen kann als Joe Rogan. Ja, aber UFC ist nur die Organisation. Der Sport heißt MMA, das ist ja klar, hä? Wirklich, Ralf, wirklich? Und jetzt hast du alles bis hierhin nicht verstanden? Könnte ich mich wahnsinnig drüber aufregen. Mache ich aber nicht.